manchmal haben wir auch den Eindruck, die Gefangenen wissen nicht, was sie in einem deutschen Gefängnis erwartet. Vielleicht haben sie Hafterfahrungen aus anderen Ländern, in denen eben ganz andere Bedingungen herrschen. Und aus diesem Grunde haben sie auch einfach Angst, wenn sie in ein deutsches Gefängnis kommen und nicht wissen, was sie erwartet. Die JVA Burg, Sachsen-Anhalts größtes Gefängnis. Hinter den Mauern treffen wir uns mit Ulrike Hagemann. Sie ist als Leiterin verantwortlich für die regulären Strafgefangenen und für 66 Untersuchungshäftlinge. Von denen sind 24 keine Deutschen. Für die Schwierigkeiten bei der Verständigung muss sie Lösungen finden. Es gibt viele Gefangene, die wirklich gar kein Wort Deutsch sprechen. Wir versuchen uns im Alltag zu behelfen mit anderen Gefangenen, die unter Umständen da dolmetschen können. Bei Kleinigkeiten, wenn es um Arztvorstellungen geht oder ums Essen oder um alltägliche Probleme. Ulrike Hagemann zeigt uns die Bildungsangebote. Es gibt nun auch Deutschkurse für Anfänger. Die Gefangenen dürfen wir nicht filmen und müssen draußen vor der Tür bleiben. In diesen Deutschkursen werden Grundkompetenzen vermittelt, dass man sich im Alltag bewegen kann, also alltägliche Redewendungen und dass man sich einfach verständigen kann im Alltag. Problematisch könnte sein, dass diese Kurse darauf beruhen, dass Deutsch in Schrift und Wort gelehrt wird und wir eben auch Gefangene haben, die in ihrer Heimat Analphabeten sind und insoweit überhaupt über gar keine Kenntnisse in irgendeiner Schriftsprache verfügen. Die Kurse sollen auch den Mitarbeitern helfen. Wenn die Gefangenen deren Anweisungen verstehen, gibt es weniger Spannungen. Das spiegelt sich auch in der Gefängnisbibliothek. Dort sind besonders die Wörterbücher gefragt. Denn Dolmetscher kommen nur zu besonderen Terminen in die JVA. Die sprachliche Isolation führt auch zu Gewalt, erfahren wir. Einige Gefangene verletzen sich selbst, schneiden sich in Arme und Brust. Um auf die fremdsprachigen Häftlinge besser eingehen zu können, schafft das Gefängnis nun Bilderwörterbücher an, in Persisch, Arabisch und Paschtu. In den Sprachbüchern sind bildlich erläutert, mit Heimat und Schriftsprache untersetzt, verschiedene Beispiele dran. Und hier kann zum Beispiel der ausländische, der muslimische Gefangene vielleicht nachfragen, ob Schweinefleisch enthalten ist, kann entsprechend sich hier uns gegenüber ausdrücken. Wir können ihm erklären, was vielleicht in dem Essen tatsächlich drin ist. Das ist einer von vielen kleinen Schritten, die Sprachbarrieren im Gefängnis zu überwinden.